Servus, und da sind wir auch schon wieder zurück bei Siedler 3. Lass kurz was gucken. Bewacht. Ich bin gerade rausgetabbelt. Ja, wir sehen ja alles bis auf das hier hinten. Bei dem wird es dann auf Garantie mit dem Stein knapp. Das ist das Problem vom Römer. Der Römer wird das Stein knapp. Warum der auch Holzfäller baut, ist mir ein Rätsel. Ist mir ein klares Rätsel. Wir können uns jetzt Zeit lassen. Das ist... Die Geschichte ist vorbei. Die Geschichte ist vorbei, du. Jetzt frage ich mich immer noch, was das sein soll. Irgendwie aus wie Brot und Ziegel. Irgendwelche Ressourcen müssen das sein, aber... halt irgendwie angezeigt hier, ne? Keine Ahnung. Verzeihung. Damit ist der Turm fertig. Fehlt uns jetzt immer noch Holz. Ich mir ist ja wohl bewusst, dass dieses Game viel schneller gespielt werden kann als was ich jetzt mache, ja. Aber ich bin bei solchen immer mächtig, so ganz ruhig. Bin immer übelst ruhig unterwegs. Du, uns hättest du jetzt keiner. Ne? Einfach ganz chill. Ist er schon einer unterwegs? Nee. Hier lichtet sich langsam der Wald. See.
So, da kommen die nächsten Träger raus. Da haben wir schon mal das fertig. So. Hier werde ich dann die Eisenschmelzen hinbasteln. Da baut schon eine Getreideform, okay. Bin mal gespannt, ob da noch was wird. Ich frage mich, ob hier hinten noch Steine da sind. Hat er da tatsächlich 1, 2, 3, 4, 5. Ach, hier hat er noch einen Turm. Oh, noch einen Turm hingesetzt. Baut er noch einen Holzfällers? Degewerk aber wird man noch. Vielleicht kommt er ja nochmal zurück, wer weiß. Und dann überrennt er uns, weil wir gedacht haben, wir sind hier safe. Gold hier hinten. Gold. Gold. Das ist ja der Wahnsinn. Schönes Gold. Also hier mache ich so ein bisschen die Holzfäller-Crewbies hin. Oder gibt es da nicht irgendwas anderes? Eigentlich würden sich hier eher lohnen, weil hier das ganze Dings ist und deswegen nicht so viel bauen kannst. Ich glaube, hier werde ich die Holzfäller dann hin verfrachten. Ah, da kommt sogar bis da drüber. Haben wir noch einen Soldaten? Gold. Wir haben Gold gefunden. Ist nicht schlecht, dass er schon sowas baut, ne? Hoffen wir mal, dass der dann irgendwie noch die Chance kriegt, irgendwas anderes zu bauen. Steiner hat er scheinbar genug. Noch. Hier alles weg, das wäre creepy. Weil da könnte man nämlich hier anfangen, das Getreide zu setzen. Frag mich aber, warum das nicht geht. Warum geht nicht?
Ja, warte mal. Bei mir wird sowieso nicht wachsen. Wenn wir vielleicht ein bisschen Probleme kriegen, ich würde dann versuchen, hier unten noch ein paar hinzusetzen, dass wir dann nach oben erweitern können. Dass sie quasi hier so. Mensch, müssen die Steine auch noch weg. Der Holzfäller müsste eigentlich schon noch das zeitliche segnen, damit wir hier noch was hinkriegen. Gut, dann reißen wir den mal weg. Brauchen lauts mir hinten einen Holzfäller hin. Bitte nimmt das noch mit weg, wenn es geht. Sieht's bei euch aus? Ah, hat er fertig gemacht, das ist schön. Hinten ist noch ein bisschen Platz, Kamerad. Ich glaube, jetzt kommt er langsam an seine Grenzen, ne? Weil Schmelze und so hat er jetzt keinen Platz mehr, obwohl hier hinten noch Platz wäre. Eigentlich müsste er jetzt einen Überfall planen, mit seinen Truppen hier mal irgendwo reinzurennen. Wäre am besten, wenn er hier hinten einmachen würde. Sich das Stück Land holen würde, ja. Weil momentan sind unsere Truppen eher begrenzt. Was das angeht. Holzwirtschaft bauen wir hinten aus. Vision. Jetzt wird hier noch einen hinhauen. Mal so hier. Hoffen wir mal, dass der da gleich hier alles wegräumt. Aber das alles erst in der nächsten Folge. Und dann hoffen wir mal, dass der hier weiterkommt. Irgendwie. Ja, hoffen wir es einfach mal. Bis dahin, danke fürs Dabeisein, bis zum nächsten Mal und ciao mit V.